Gut, dann würde ich sagen: 3. Ups, Telefon. Nicht bei mir, nicht bei mir. Ich hab's nur klingeln hören. 3. Ups, Telefon. Nein, nein, war nicht bei mir. Ich hab's nur klingeln hören. War ein von euch. Hier ist der Ton vom Fernseher aus. Für mich hat es gewesen sein. Achso, das war der Fernseher? Nein, mein Ton ist aus vom Fernseher. So. Und was hat geklingelt? Keine Ahnung, bei mir hat nichts geklingelt. Ey, ich hab so ein altes Telefon klingeln hören. Ja, so ein altes war schon der Fehler. Ich hoffe, dass du die Scheiße aufnimmst. So, okay. Wollen wir jetzt starten? Ich find's einfach viel zu geil, ey. 3. Oh, Telefon! Ja, fang an. 3, 2, 1. Starte! Das verdammte Spiel! Weißt du jetzt, was ich gemacht hab? Kevin! Du Penner! Teamanruf! Anruf von wurde initiiert. Anruf von wurde beendet. Ah, gut. Wir können starten, glaube ich. Okay. Jo. Puh. 3, 2, 1. Hey, Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders! Mit den 4 Chaoten und wir haben uns so doll lieb, dass wir wieder eine Liebesmap machen. Hallo. Oh, ich wollte gerade rangehen. Ach nö. Und wir spielen auf okay. Schwer. Wir drei kennen ihn schon, nur Kevin nicht. Wer ist wir drei? Ach ja, okay. Ich hab gefühlt einen FPS. Ich glaube, jeder von uns kennt die Hose, Kevin, weil wir haben die schon mal angetestet. Das stimmt. Alter, kleiner Spoiler. Da kommen Kaninchen, die einen von hinten abstechen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Spoiler. Ich wurde zuerst abgestochen. Genau, Prinzip von dieser Map ist, wir sehen oben die Paare. Wir müssen jetzt genau das Gegenteil machen. Die dürfen sich nicht verlieben. Links kommen Weibchen, rechts kommen Männchen und die dürfen nicht miteinander interagieren. Ich hab mal eine Frage. Krieg ich das Mana? Und wie viel FPS habt ihr auf dieser Map? 62. Ich brauch auch Mana. Du hast 60? 22. 62. Keine Ahnung. Soll ich wieder Turrets am Anfang Scheiße. Oder wie wollen wir das machen? Lass uns Kevin erstmal, du leckst ja auch übelst rum, Alter. Ja. Kevin kann erstmal das Mana haben und stellt einfach mal über irgendwo was hin. Ja, du sagst ihn am besten wie, wo, wann, wie. Okay. Weil du kennst die Also, Dennis, bei dir in der Mitte ist immer viel los gewesen, ne? Bei mir waren nur Ogres. Hat jemand noch Mana? Ja, ich brauch erstmal nur die Giftfalle. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal meine Sicht von oben. Bei mir waren 500.000 Ogres, also da sag ich mal auf jeden Fall ein bisschen dafür. Hat ja, bei mir auch. Mach mal Punkte. Was kommt hier? Da kommen Weibchen von da hinten. Also welche hinsetzen? Mindestens ein. Ja, genau. Oder mach mal ruhig 2 schon, wenn du kannst. Naja, ich hab nicht ganz so viel Mana. Wo? Ich hab noch 50. Also hier zum Beispiel musst du auch deffen. Jetzt hat Patrick mein Mana. Hier ist so der Hauptknackpunkt, musst du, da kommen die von da und von da. Okay. Unterschätzt das nicht, die kommen noch von woanders, was Tom gerade nicht angezeigt. Ja, von hier auch. Genau. Aber da ist so die Haupt... Denkst Anlaufstelle. Du? Ja. Und wo kommen noch welche? Und irgendwo hier mittig, wo Dennis ist. Ich weiß auch nicht genau, wo. Die kommen bei Dennis, kommen die einmal von hier raus und teilen sich hier auf, zu mir hoch und zu Dennis in die Mitte. Halt, stopp, warte, nicht so schnell. Ich und muss erstmal gucken. Hier. Die Map ist relativ groß, okay. Also soll ich hier welche inspawnen? Wo? Da? Nee, ein kleines Stück zurück mit dem. Da in deine Falle? Da auf die Treppe. Meine Falle ist. Genau, da. Und sonst wird er zu schnell niedergemetzelt. Und hier halt hier. Weil die müssen einen bestimmten Radius voneinander weg haben, bevor die so okay. Koalieren.
Koalieren? Koalieren? Bevor die den Koitus ausüben. Ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Deswegen wäre halt auch hier unten, wären halt auch zwei ganz gut. Weißt du, hier. Aber und die oben bei Tom würde ich auch weiter auseinanderstellen, weil sonst sind die schon zu nah dran. Wo sind denn die bei Tom? Wo ist Tom? Pingal. Ja. Ich habe meine Taste eingeklemmt, dass ich die ganze Zeit die Map zeige. Okay, soll ich die jetzt dahin stellen oder wo soll ich die? Nein, stell die einen beiden mal auf die beiden Treppen auf. Die da so mittig stehen, die zusammen crashen oder was? Genau, die da, die beiden da oben hin. Richtig? Ja, da wo der eine steht, muss der andere auch noch hin. Ach so, okay, so. Genau, und die anderen beiden teilst du auf diese beiden seitlichen Stufen da auf. Ja, da sind halt, die stehen da, die schießen in beide Richtungen. Ja, okay, genau. Dann kann ich das erstmal so ausprobieren. Probieren wir es aus. Auf jeden Fall dann später auch noch ein paar Barrikaden am besten. Ja, klar. Und Dennis, seine Fallen brauchen wir auch dringend. Ja. Ich weiß, das ist mega verwirrend, weil Dennis da jetzt auch mittendrin steht und ich das nicht sehe. Alles klar, gut. Dann machen wir mal Go. Okay, wir müssen nur die erste Runde überleben, dann ist easy, weil dann haben wir genug Mana, dass wir alles ausbauen können. Das stimmt. Okay, alles klar. Weil Kevin, du siehst, es kommen direkt schon mal 720 Feinde. Ja. Und da sind auch so Djinn-Viecher dabei und wer weiß was. Was sind das denn da für Viecher mit der Schleife? Ach, das sind normale, okay. Alter, das ist... Okay, das ist... Ja, boah, viele Viecher hier! Ja, habe ich auch gerade gesehen. Weil die von oben bei dir auch noch kommen. Ja. Kann, wie gesagt... Tom! Ich kann die hier nicht so aufhalten, das sind zu viele! Okay, da brauchen wir eindeutig gleich noch mehr Fuzzis. Oder... Das schaffen wir nicht. Können wir Dennis da noch hinpacken? Ich bin hier gerade ordentlich am Metzen. Okay, dann machen wir es anders. Ich flieg mal los und sammle Mana. Oh nein! Ah. Nein! Das war's? Ja, hier waren zu viele. Die Ecke. Okay. Für den Start war es einfach zu viel. Start nochmal neu. Wir packen mehr Dauer. Aber jetzt weiß ich übrigens jeder, wie das Level an sich funktioniert. Das ist schon mal gut. Jupp. Oder deswegen wir arbeiten direkt mit einer Barrikade bei mir, dass wir zwei Barrikaden noch bei mir hinsetzen, dass sie von unten nicht hochkommen können, damit die männlichen abgetrennt werden. Eine Falle. Das oder das, ja. Setzt Dennis also einfach eine Falle da hinsetzen. Das ist einfacher. Weil das bei mir halt echt, da müssen wir echt richtig krass viel zum Deffen haben, weil da echt abnormal viel kommt. Ich weiß nicht, bei euch mein Lancer, wo ich hier die alleine gedefft hatte mit meinem Archer, da kam echt permanent Viecher und ich konnte es kommt, nur es kommen auf allen Seiten viel. Also es kommen insgesamt 720 Gegner, die sich halt alle übelst austeilen. Ja, bei mir kommen aber ganz viele, mega viele Ober. Wo willst du, dass du hängen bleiben? Zeig mir die Stelle. Weiter vorne. Am besten ist, wenn du hier irgendwie die slowst, weil hier kommen nur die männlichen Kevin. Hoch. Und wenn hier die ganzen männlichen geslowt werden und die von hier oben dann abgeschossen werden können, dann wäre das schon super geil. Bleiben von mir aus kannst du auch hier auch noch mal antusten. Ich müsste glaube ich Archer gar nicht nach unten stellen. Wenn ich die nach oben stelle, schießen die auch. Ach nee. Pack die wieder hier unten hin. Wo dürfen die sich nicht treffen, Patty? Direkt da, wo du stehst? Genau hier, wo ich stehe, dürfen die sich nicht treffen. Deswegen, da wo die eben standen, standen die gut, Kevin. Ja. Brauchst du noch also Mana? Also hier vorne. Hier hin. Ich hab bei mir auf jeden Fall schon mal slow. Das ist schon mal Mana? Not bad. Mana. Kann ich geben. Bitte. Und hier auf der Treppe, Kevin, die könntest du auch hier in die Ecke hinstellen vielleicht. Weil ich weiß nicht, da kam eben so ein Andrang. Es kommt von allen Seiten ein Andrang. Ja. Aber das am Anfang reicht es halt überall zwei, dass die halt wirklich gedefft werden so. Dass sie eine Blockade haben. Bei Tom. Da ist unten die Falle. Die slowt die da unten. Das heißt, irgendwas muss ja auch eventuell dann drauf schießen. Nee, die slowt die nicht, die lässt die einmal kurz stehen, weil die halt vergiftet werden. Aber das stackt sich dann halt alles. Ist ganz geil. Und wie gesagt, sobald die erste Wave vorbei ist, können wir echt mega bauen so. Ja. Wo muss ich jetzt noch einen hinstellen? Oben. Dennis, wo du bist, reicht das aus, wenn du da bist? Oder muss da was von mir auch hin? Ja, das reicht. So viel haben deine Bogenschützen bei mir nicht gerissen. Ey. Ne, die müssen aber erstmal abgegradet werden und so. Oh ja, dann ist cool, wenn ich hier noch was hab. Das wäre auf jeden Fall nice.
Okay. Dann würde ich in der zweiten Runde sagen, dass Kevin halt weiter seine Viecher irgendwo hinspawnen. Und dass Dennis dann erstmal die Fallen baut und die Abwehreinheiten, die wir dann überhaben, entweder in Turrets oder halt in Barrikaden stecken. Guck mal, wo ich gepinkt habe. Was ist da? Kommt da was? Ja, da kommt was. Nee, da kommt nichts. Vergiss es. Da kommt nichts. Okay. Nee, eigentlich nicht. Müsstet ihr mal die Karte beobachten, ob da was kommt. Aber eigentlich sollte da nichts kommen. Das kann ja am besten. Abitur. Ja, ich habe hier den Überblick. Ich habe aber auch nur 22 FPS. Komischerweise. Nicht 21. Reicht ja. Ich hab 60. Du hast so 60 FPS. Da kommen nur Jins, Kevin. Okay. Boah, ist gut. Boah, das hätte jetzt echt not bad ausgesehen. Mit der Falle hier. Was machen die Jins, wenn ich mal blöd fragen darf? Die buffen und die zerstören deine Turrets richtig böse. Okay. Hier kommt noch ein Djinn durch. Bitte was? Da war ein Djinn, der mich fissen wollte. Ne, es haben sich irgendwelche verliebt. Ich hoffe, das war nicht bei mir, oder? Schon wieder. Pers, Lorenz, Dennis. Bei mir sind nur Typen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, unten bei Top. Ja, perfekt. Wir sind gerade safe. Jo. Kommen die ganzen Djinns weg. Ja. Wird ein bisschen heavy hier. Oh, hi, Oga. Irgendwie schießen die Archer aber nicht so ganz. Die so mittig hier stehen. Irgendwie schießen die nicht runter auf die Schüsse. Nein? Deswegen dachte ich halt, es wäre sinnvoller, die auf die beiden Köpfe zu verteilen, weißt du? Ja. Auf jeden Fall schießen die nicht so wirklich. Eieiei, was ist das hier denn? Voll der Sturm. Zack, 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 zack. Party hier, Alter. Hört auf zu buffen, ihr scheiß Jens. Nee. Wo? Ich hab das nicht mitgekriegt, ich hoffe nicht bei mir. Bei mir ist halt das Problem, dass die an der Treppe sich eventuell schon paaren können. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Sollen wir eventuell mit Barrikaden anfangen? Wäre ein Versuch wert, ja. Dann gib mir mal erst das ganze Mana. Das Problem ist halt auch, dass so unfassbar viel kommt. Das ist einfach das Schlimme. Also, mindestens einen Boogie müsste ich halt auch haben, sonst kann ich gar nichts machen. Ja, es ist ja die ersten Waves, das ist ja egal. Ob oder, die bestehen die. Ja. Mach das mal. Ich weiß natürlich nicht, ob die Djinns jetzt auch irgendwas bewirkt haben. Nein, die buffen die einfach nur, dass die schneller und stärker werden. Ja, und die Djinns, wenn die Djinns an sich an die Tower kommen, dann machen die diesen Laserstrahl, womit die kontinuierlich nach unten ziehen. Das Leben von den Viechern. Okay. Eigentlich müsste ich bei mir schon fast am Anfang einen Blitztower haben, dass das ausgedünnt wird alles da, aber der ist halt eigentlich zu teuer für den Anfang. Aber der macht ja Kettenblitze und relativ schnell auch, oder? Ich finde die mir voll unübersichtlich immer noch. Die ist eigentlich ganz übersichtlich, wenn man da einmal einen Blick drin hat. Verwirrt. Ich stelle den einfach provisorisch mal hier auf, das heißt, falls der wirklich ist hier. Da. Kacke da ist, dann kann man den auch mal abreißen. Hast du ein Mana für mich immer? Ja, das war das letzte Mana, was ich hatte. Ich habe noch nichts gespawnt. Ich dachte, wenn hier jetzt Barrikaden hinkommen. Ich gebe mal einen Tipp hier. Wir brauchen keine Barrikade. Hier buggen die alle. Am besten wäre, wenn du hier dann auch noch zumachen könntest gleich. Hier buggen die immer vor. Gebiet. Da würde ich aber eventuell hier irgendwie die Treppe runter oder so zumachen, weil sonst schießen die Ogre von da schon. Und denk dran, hier oben kommt auch was von hier. Ja. Dann brauche ich Mana. Ich habe kein Mana mehr. Ich hab dir 17 hingeschmissen. Da kriegst du ja keine zweite hin, oder was? Da jetzt. Nice. Ich habe immer nur noch 38. Nice, danke. Hier kannst du ja genau da so zumachen. Reicht ja eine, wenn du eine Barrikade hinstellst.
Ist ja da so, genau. Dennis, brauchst du auch noch irgendwo zu? Nö, meine Fallen halten das aus. Ah, scheiße. Sicher? Wir haben noch ein paar Einheiten über, ich kann dir noch was zubauen. Ja, wenn nicht, gib Kevin den Rest, dann kann der überall eventuell nochmal einen Archer hinstellen oder weiß ich was. Weil ich hätte jetzt, Tom, guck mal, ich hätte nämlich jetzt eher hier gesagt, nicht, dass die zu Dennis auch noch runterlaufen. Dann mach mal hier noch einen hin. Dass ich hier einfach zwei schräg mache. Ja. Mach das. Da kommen nur Djinns. Ich weiß nicht, ob die darüber fliegen. Ja, die fliegen auch, die kommen von da. Aber hier kommen auch ohne Ende auch Einheiten, by the way. Das ist nicht nur die Djinns, die da sind. Na, wo ist der Punkt? Ja, wo ist der Punkt? Ja, wo ist er denn? Hier oben. Ja, passt doch. Ja, also, das müsste gehen. Irgendwie. Jupp. Okay. Ja, Kevin, willst du, Dennis, willst du das, Kevin, willst du das mit zum Mann haben? Ja, das würde ich nehmen. Ja, es sind noch 152. Ja, ja, aber dann kann er ja... Ui, das ist ja so noch was, da kann ich ja noch drei Dinger setzen. Also mal ein Schlückchen Wasser trinken? Beeil dich, du hast nur noch 60 Sekunden. Okay, lass dann... Lass noch Marke sagen, damit wir Placement haben. Jetzt nur noch 39. Ja, kein Druck, kein Druck. Gar kein Druck, es sind noch drei Dinger. Geh weiter an die Barrikaden ran, Kevin. Achso, ja, kann ich. Ich hatte jetzt. Aber nicht direkt dahinter oder so. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Ogern, ob die AOE machen. Nicht, dass die abschießen. Du hast doch nur noch 19 Sekunden. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Kann ja jetzt eh nichts mehr machen. Ich werde jetzt erstmal Mana sammeln. Wie das funktioniert hier. Drei. Ups, Telefon.